So, ich und mein Ding ist nach Paris, also fahren jetzt zum Airport, das ist 6 Uhr morgens. Ich bin tot, ich bin um 3 Uhr schlafen gegangen ungefähr, aber so fängt der Vlog jetzt an. Ich versuche so viel wie möglich zu vloggen. Genau, das war's auch schon. Wir sehen uns dann später in Paris oder am Airport bestimmt nochmal oder im Auto. Mal gucken. Ich bin das erste Mal um 6 Uhr morgens, vor 3 Wochen abgestanden, ich bin tot. Ich will schlafen. Also ich bin jetzt gerade auf der Rippe. In 2 Stunden geht der Flieger erst und wir sind jetzt schon durch mit Boarding und sind jetzt schon am Flughafen. War viel zu früh. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich total auf Paris. Wir gehen einmal in Goya und Belfast, vor allem, weil ich mir da unbedingt was kaufen will. Einmal eine Tasche und Belfast. Und ja, genau. So, wir haben uns jetzt was zu essen gekauft. Meine Mama hat sich irgendwie Latte Macchiato gekauft. Hier ist noch was. 21 Euro insgesamt dafür gezahlt, ist bodenlos. Man kann die nicht mal richtig Latte Macchiato hinstellen, sondern müssen den Helden werfen. Ich hasse alles so. Ich bin so geisteskrank, das ist nicht mehr normal. Unser Boarding ist in so 10 Minuten, glaube ich. Die Flieger in 40 Minuten, also alles gechillt, aber ich habe 3 Stunden Schlaf. Und mir geht's auch super, muss ich sagen. So, wir sind jetzt angekommen, es ist behindert warm und ich habe immer noch meinen Zip an. Das ist jetzt 1,5 Stunden oder so zum Hotel fahren, übel dumm. Aber es ist irgendwie Rush Hour in Paris oder sowas, aber egal. Wir sind jetzt angekommen im Hotel One. Genau, jetzt fahren wir gleich nach Paris, gehen shoppen und sowas und chillen ein bisschen essen. Ich bin komplett müde, ich habe noch mal 1 Stunde im Flugzeug geschlafen oder sowas. Aber ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Cool, meine Mama und ich fahren jetzt in die Stadt nach Paris. Der Typ hat uns ein paar Tipps gegeben, um nicht abgezockt zu werden, weil wenn man hier wie ein Tourist anscheinend aussieht, wird man schnell abgezockt, keine Ahnung. Als erstes gehen wir essen, dann gehen wir zu Bay, weil ich mir Schuhe kaufen will. Und danach gehen wir zu Goya und dann gucken wir noch, was wir machen. Einfach Bilder und dann wollen wir noch in dieses eine Museum mit der Mona Lisa und sowas. Also ich vlog alles so viel, wie ich kann. Ich weiß nicht, ob ich da ein Museum vloggen kann, aber ich werde versuchen auf jeden Fall. Und dann bis gleich. Jetzt nochmal das von meiner Mann. So sieht es aus, sie hat sich gefühlt aufgegessen. So, Hauptgang, wir haben einen Burger bestellt, einen Pommes und einen Salat. Weiß ich jetzt nicht. Ein Pommes und einen Salat. Schmeckt aber sehr gut, muss ich sagen. Und jetzt noch schöne Schuhe. Die sind nice, aber ich wollte eigentlich Brown Ivory, aber die kosten 1000 Euro, die gibt es ja nicht, Digga. Aber mal sehen, ob ich mir die noch holen, mal gucken. Aber ich bin zufrieden. So, wir fahren jetzt zu Boyan. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber vielleicht hole ich mir direkt eine Bühne zu den Schuhen. Dann gehen meine Mama und ich einfach noch chillen, machen ein paar Bilder und sowas. Und dann auch später in dieses Museum, aber auch noch ein bisschen rumlaufen. Paris ist echt schön. Ich ist einfach nur schön, wo wir ja, chillen. Wir sind jetzt halt schon angekommen. Wir stehen jetzt in der Schule und dann macht es halt eine halbe Stunde. Was haben wir bei Goya? Gebrochen. 15 Minuten später sind einen Schritt weiter gekommen. Das ist estimated noch 30 bis 45 Minuten. Super. So, wir sind einfach vor, wir sind fast da. Können wir dann nicht reingehen, hoffentlich finde ich was, weil hier gibt es 2 Stores und dann hätte ich vorher informieren müssen, welchen man will. Und ich weiß natürlich, in welchem Store wir richtig sind. Das heißt, wenn wir in dem nicht richtig sind, dann stelle ich mich auf gar keinen Fall dann dem anderen nochmal an, weil es hat jetzt wie lange gedauert? 1,5 Stunden? Yeah. 1,5 Stunden. Ich bin im Totalbruch, ich habe noch 5% oder so. Und deswegen muss ich gucken, wie viel ich auch vloggen kann, aber wird schon gut sein. So, wir haben jetzt eine grüne Goya-Bag für mich gekauft, das ist einfach Mutter. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch einen Louis V Trainer kaufen, aber meine Mama fand ich sowieso scheiße und deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Louis V Store und gucken, ob sie jetzt da in grün oder orange gibt, weil ich will die eigentlich in grün oder orange und nicht in blau. Weil ich will die Schuhe so lang haben, aber ich geiz so, weil die kosten 1000 Euro und das eigentlich schon sehr viel für den Schuh, aber die sind schon sehr nice. Wenn es die dann nicht in Orange oder Grün gibt, dann kaufe ich sie mir in Blau, weil ich will die unbedingt haben. Aber ja, dann finde ich bei Goya, bei Babestar bis jetzt, dann sind wir in Schala. Auch finde ich bei Louis Vuitton. Mutter guckt mich schon komisch an. Ja, gleich. Wir sind jetzt irgendwie 10 Straßen gefühlt weitergegangen. Es sieht wieder gleich aus. Es hat sich nichts geändert an den Buildings. Es hat sich nichts geändert. Wir sind aber irgendwie so reichen Laden, Rolex, was auch schon. Irgendwie Tor hier ist eigentlich aus, keine Ahnung. Ein Minuspunkt ist, es gibt hier nirgendwo gesunde Läden oder irgendwie Smoothies, die man so kaufen kann oder so zwischendurch. Wir haben jetzt gerade, wir sind wirklich 1 Kilometer gelaufen für einen fucking, Bäckerei, damit wir uns Wasser kaufen können, wenigstens. Also, das ist ganz komisch, aber ja. Super Store, wir kommen das einfach. Wichtiger, das ist der größte Store anscheinend in Paris. Ja, Louis Vuitton Store konnten wir nicht gehen, die Schlange war länger als alles andere. Es hat mindestens 2 Stunden gedauert, auch sonst hätte ich gar keinen Bock. Jetzt gehen wir zum anderen Louis Vuitton Store und hoffen, dass es die da noch in Orange oder Blau gibt, weil ich will die unbedingt haben. Inshallah, wenn wir finden. So, wir laufen jetzt gerade nach Hause. Ich bin tot, danach gehen wir essen. Motor One, trinken vielleicht nochmal was an der Bar oder so, keine Ahnung.
Ich bin behindert müde, ich bin seit 5 Uhr morgens wach. Und dann kommt halt am Ende. Und seht ihr euch an. Lacht mich schon aus. Genau, wir gehen jetzt nach Hause. Ich bin legit tot. Ich bin seit 5.30 Uhr wach. Ich bin noch nie so früh aufgestanden gefühlt in meinem Leben. Ich bin heute 17.000 Schritte gegangen. Diesen Monat 135.000. Ich glaube, das war der anstrengendste Monat meines Lebens. So, es ist 10 Uhr morgens. Ich bin gestern mit meiner Oma um 8 Uhr abends. Ich bin 20 Uhr eingeschlafen. Wir sind jetzt gerade prüfen. Ich habe Obstsalat, Ei und Tomaten. Wir haben Obstsalat, Joghurt, Schokopuffer und ja, Brötchen. Käse und so. Ich bin jetzt um 20 Uhr eingeschlafen. Jetzt glaube ich so 10 und 20. Eigentlich chillig. Ich habe schon geschlafen gehört. Gleich fahren wir nochmal in die Stadt zum Einkaufscenter, weil mein Mom will noch wohin und ich will noch die Schuhe kaufen. Danach fahren wir wahrscheinlich noch zum Eiffeltor. Und dann fliegen wir schon wieder nach Hause, weil ich habe morgen ein Turnier. Wir sind jetzt bei der U-Bahn. Wir fahren jetzt zu diesem, wie heißt das Einkaufscenter? Wir fahren zu Champs-Élysées. Champs-Élysées, genau. Wie die Scheiße heißt. Fahren wir jetzt hin und gehen noch zu Louis Vuitton und danach den Eiffeltor besichten. Dann müssen wir wieder zurück ins Motel One unsere Bags abholen, damit wir dann zum Airport können und dann nach Hause fliegen. So, ich muss das tun. Ich habe mir die LV-Trainer gekauft in Blau. Die sehen wunderschön aus, finde ich. Also ich hätte lieber die Orangenen gehabt, weil ich die mal bei Willi auf dem Foto gesehen habe. Mit so einem schwarzen Auto, die sahen crazy aus. Aber ich glaube, Blau passt ganz gut im Sommer und sowas. Ich muss das kaufen. Ich muss das tun. So, ich habe mir die Schuhe gekauft. Ja, teuer. Deswegen, Twitch Prime ist kostenlos. Hey, sieht aber doch cool aus hier. So, es ist alles ein bisschen tropisch. Jetzt so, das zu enden in so einem Teilchen so eine Kacke und da ist einfach Wald. Ja, und das Eiffelturm. Also, ich habe gerade Bilder gemacht, die wir jetzt auf Insta sehen, so dass in dem Vergleich zum Eiffelturm sehe ich einfach aus wie ein Minion. Aber ist ja cool. So, wir sind jetzt im gleichen Restaurant essen wie gestern. Das bestellen wir genau das gleiche wie das bei X-Men, kann ich sagen. 1 zu 1 das gleiche wie gestern. So, Burger wie gestern mit Pommes und Salat. Und Süßkartoffeln. Unser Flieger geht tatsächlich jetzt auch in 2 Stunden. Also ist das für die Fall. Flughafen hier ist voll schön, Digga. Guck mal, alles hier mit roten Teppich und sowas. Auch, Digga, das ist fucking riesig. Wir sind bestimmt, weiß nicht, bis zum Security-Check 15 Minuten gelaufen oder sowas. Das ist geisteskrank. Wir sind jetzt durch den Security-Check durch. Dann fliegen wir, also der Flieger kommt so um 20.25 Uhr, glaube ich, haben wir Boarding. Dann fliegen wir um 21 Uhr los und mein Bruder holt uns dann ab. So, wir chillen jetzt nur noch gerade, sind jetzt am Airport, der Flieger kommt jetzt in einer Stunde. Ich update euch nochmal, wenn wir im Flieger sind, wenn wir gelandet sind und zu Hause zeige ich euch noch, was wir alles gekauft haben und so. Auch meine Mom. Genau, das war schon eigentlich. Dann sehen wir uns gleich wieder im Flieger. Flug wurde schon wieder verschoben. 1,5 Stunden. 4 Wochen jede Woche geflogen, 4-mal verschoben. Sie haben eben gesagt, wir haben unser Timeslot verpasst und jetzt fliegen wir auf einmal los. Wie lucky, wir hätten nach 3,5 Stunden warten müssen, sonst hätten wir es rumgebracht im Game. So, ich zeige jetzt noch, was es mir gekauft hat. Hier erstmal die Louis V Trainer. Und dann noch die Wavestars. Beide Schuhe finde ich komplett sick. Also ich bin total zufrieden. So, und dann hat meine Mom mir noch eine Goyard-Tasche im Geburtstag gekauft. Vielen Dank da an meine Mom. Kuss. Hat mich auch schon total bei dir bedankt. Genau, ich glaube, das war's mit dem Vlog. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt. Lasst mal so 8.000 Likes hinbekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Falls ich mich komisch anhöre, nicht wundern, aber... Digga, ich weiß nicht, ob ihr meine Hand seht, aber es regnet 0,0 und es donnert, blitzt alles. Hä?